Heute geht's mal um die letzten Chapter aus Black Clover und welche neuen Erkenntnisse wir daraus gewonnen haben. Yo Bros, Miliodas wieder am Start. In den letzten Chaptern ist so einiges passiert. Ganz speziell sind neue Infos über die Dämonen aufgetaucht. Doch was könnte das für die Zukunft bedeuten? Zunächst einmal sehen wir in Chapter 256, dass Dante 80% der Power des Dämonen nutzen kann. Damit hat er so unglaublich viel Kraft und Mana, dass sogar Yami das deutlich anmerken muss. Man merkt hier, dass die Kacke richtig am Dampfen ist und die Chancen für Yami außerordentlich schlecht stehen. Dante erklärt, dass die Leute, die von einem Dämonen besessen sind, die Kräfte dieses Dämonen über die Unterwelt bzw. wie Dante es auch nennt, die Nachwelt teilen. Solange sie die Kräfte zwischen beiden Welten teilen, wird es nie dazu kommen, dass man 100% nutzen kann. Scheint halt ein Limit zu geben, wenn man nicht in derselben Welt existiert. Doch jetzt sagt Dante bzw. sein Devil was ganz Interessantes, und zwar erwähnt er, dass er sich nicht so ganz sicher ist, ob dieses Limit auch bei Asta existiert. Es scheint also so, dass Asta der einzige Host ist, der ohne dass die Welten miteinander verbunden werden, 100% nutzen könnte. Es folgt der Kampf Yami gegen Dante, in der schnell ersichtlich wird, dass egal wie krass auch Yami auspackt, Dante alles locker wegsteckt, indem er sich regeneriert. Denn sogar als Yami Dante den kompletten Torso weggebombt hat und nur Beine, Arme, Flügel und Kopf von ihm übrig ließ, heilte er sich ganz einfach. Es wird hier klar, dass Luciferos Magie die Gravitationsmagie ist und die Magie von Dante Körpermagie ist. Mit der Körpermagie kann er sich heilen, das Altern stoppen, weitere Körperteile erzeugen und und. Da sein Devil Lucifero ihn boostet, kann er die Magie halt so krass nutzen, dass er auch solch immensen Schaden kompensieren kann. Dante sagt, dass wenn jemand ihm die Kehle durchschneidet, er auch dann noch nicht mal verlieren würde. Ihr merkt also, Dante ist ein wahrhaftiges Monster in Kombo mit Lucifero. Yami sieht es ein und sagt, dass er Dante nicht alleine besiegen kann. By the way, falls ich keine Manga-Bilder einblende, liegt es einfach daran, dass ich safe gestrikt werden würde. Das Risiko ist mir dann doch zu hoch. Deshalb könnt ihr gerne einfach entspannt zuhören. Falls ich passende Bilder dazu finden sollte, blende ich die euch natürlich ein. Wie dem auch sei, Asta struggelt nach dem Kampf gegen Dante wieder aufzustehen und dann fallen Yamis Worte. Ich kann diesen Kampf nicht ohne dich gewinnen, Asta. Dabei laufen Asta Flashbacks durch den Kopf, was er alles mit Yami erlebt hat. Und der Gänsehautmoment wird dann damit vollendet, als Asta dann side by side mit Yami steht. Der Kampf beginnt. Das Geile ist, ich kriege beim Lesen schon die mega Gänsehaut. Wenn das dann noch geil animiert wird mit der passenden Musik, könnte das der epischste Moment aus ganz Black Clover bisher werden. Ich bin mal echt gespannt. Yami erkennt, dass Astas Antimagie der Schlüssel zum Sieg ist, und jetzt kommt der Moment, den ich in meinem Astaroth-Video erwähnt habe. Denn Asta erkennt, dass er Yami aufhält, da er nicht ganz mithalten kann. Er denkt sich, ich muss all die Macht nutzen, die ich bisher nicht so recht verstanden habe und die in mir schlummert. Ihr wisst, was das bedeutet. Asta tut es wirklich. Er bittet seinen Devil um Hilfe. Und jetzt passiert es wieder. Die Gänsehaut ist nicht mehr aufzuhalten. Astas Worte zum Devil. Wir haben uns schon einmal so getroffen. Du hast damals aber anders gewirkt. Vor einer Minute warst du extrem sauer. Ich hab's gespürt. Ich weiß nicht wieso, aber du willst diesen Typen auch besiegen, nicht wahr? Ich glaube, ich hätte schon viel früher so mit dir reden sollen. Ich will's ab jetzt versuchen. Also kannst du mir bitte deine Power leihen? Der Dämon, total verblüfft, fängt an zu kichern und sagt, also gut. Ich teile mit dir die wahre Kraft eines Devils. Damit wären die Vermutungen, Theorien meines letzten Black Clover Videos wirklich greifbar. Der Devil sagt, ich kann's aber nicht so tun, wie die Dinge jetzt stehen. Ich brauche etwas im Austausch. Ich nehme mir einen Teil deines Körpers. So ist nun mal das Geschäft eines Devils. Bist du trotzdem noch dabei? Asta, auch wenn ich zu einem Devil werden sollte, egal was es ist, ich muss mein Limit durchbrechen. Dabei denkt er an Yamis Worte, ich kann diesen Kampf nicht ohne dich gewinnen, Asta. Jemand, der das jetzt nicht aushalten und damit umgehen kann, kann niemals der Magierkönig werden. Ich will die Person werden, die Yami zur Seite steht. Und boom, Asta ist im Devil-Modus, entwickelt ein Horn und sein ganzer Arm verwandelt sich dabei. Es ist einfach schön zu sehen, dass die Idee, dass Asta darum bitten muss, weil der Devil eventuell Astaroth ist, hier Früchte trägt. Denn hätte Asta nicht darum gebeten, hätte der Devil niemals von alleine gefragt. Falls ihr das jetzt nicht versteht, müsst ihr zuvor mein Astaroth-Video gesehen haben. Der Devil sagt dann, dass Asta 50 Sekunden hat. Er sagt, dass Astas Arm nicht wie zuvor ist. Er hat nämlich die Power dort reingeballert und dieser Arm ist jetzt die Power.
Astas Körper wird also nicht lange aushalten können. Das ist schon ein Statement, dass nur die Verwandlung des Armes Asta maximal 50 Sekunden gibt. Was ist, wenn irgendwann der ganze Körper mit Power durchflutet wird? Dann wird Asta ein unvergleichbares Monster werden. Aber ob sein Körper das aushält, das ist dann die Frage. Asta und Yami kämpfen im Tag-Team und pushen sich gegenseitig. Dabei kämpft jeder auf seine Art. Aber dennoch sind sie in Harmonie und synchron. Das Coolste, sie lachen im Kampf und scheinen echt Spaß zu haben, obwohl es ja um alles geht. Es bleibt aber nicht mehr viel Zeit, nur noch 8 Sekunden. Asta beschwört ein Schwert aus seinem Grimoire und attackiert, wird aber von Dante geblockt. Dann das nächste Schwert. Dante wird durchbohrt und heilt sich. Nur noch 3 verdammte Sekunden. Asta packt sich Yamis Schwert und greift Dante mit einem geraden Slash an, der voll mit der Power des Devils getränkt wird. Das Unglaubliche ist geschehen, Yami und Asta gewinnen den Kampf. Aber wie ich ja schon gesagt habe, dient das nicht dem Plot. Yami muss eigentlich verlieren, damit der Baum des Clifford beschworen werden kann. So passiert es dann, Zenon taucht auf und durchbohrt Yami mit seinen Knochen und nimmt ihn mit. By the way, mittlerweile wird im Wiki gesagt, dass Dante, Zenon und Vanika Geschwister sind. Zenon will auf jeden Fall alle kalt machen, aber er muss dann doch weg, da wie er sagt, die Zeit abgelaufen ist. Alle versuchen Yami zu retten, doch es ist zu spät. Asta bettelt seinen Devil um noch mehr Power an, doch dieser lehnt ab, weil Asta das nicht vertragen würde. Er sagt, Asta sei einfach noch zu schwach dafür. Zenon verschwindet in seinem Portal und das letzte, was noch zu sehen ist, ein kaputter Yami, der aber noch ein leichtes Lächeln rüberwirft. Alle sind schockiert und was dann nur noch übrig bleibt, ist das verrostete Schwert Yamis. Wird das jetzt eine neue Waffe von Asta, mit der er sich an der dunklen Triade rächen wird? Dante hat er ja schon damit gefinisht. Ich bin wirklich gespannt. Ein heftiges Battle geht damit zu Ende, in der der Anführer der dunklen Triade zur Fall gebracht wurde und somit die Schlacht gewonnen wurde. Wie es aussieht, verlieren sie aber etwas weitaus Wichtigeres. Ihren Captain. Es ist unaufhaltsam. Der Baum des Clifford wird kommen. Die Devils werden kommen. Asta muss jetzt so schnell wie möglich die Macht seines Devils meistern, weil er die einzige Rettung in diesem Krieg sein wird. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Werden Asta und sein Dämon, der eventuell Astaroth sein könnte, das packen? Alleine wird es, denke ich, sehr schwer werden, doch wer könnte ihnen in diesem großen Kampf zur Seite stehen? Wie man sieht, sind Captains für die dunkle Triade keine richtigen Gegner. Wäre doch nur Julius wieder in seiner Prime oder Lumiere und Licht noch da. Ich hoffe einfach, dass Astas Devil Astaroth ist und am Ende mit Asta alle zerfetzen wird. Ziemlich interessant, was da gerade abgeht. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich werde wahrscheinlich nicht jede Woche was über Black Clover machen, aber immer wieder in regelmäßigen Abständen, damit man mehr vom Großen und Ganzen sieht. Das war's mit dem Video. Ich bin raus. Ich melde mich.